Ich glaube, das macht man immer so vor Probefahrtbeginn. Handschuhfächer ausbauen? Ja, damit man hier sitzen kann. Ja, ich glaube auch. Die Leute denken sich jetzt bestimmt, wer ist dieser gut aussehende junge Mann? Aber das ist der gleiche Vollidiot, bloß ohne Brille. Also ich finde, du siehst immer noch aus wie der gleiche Vollidiot wie sonst. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder reinschaut. Wir machen heute eine Kombination aus Samstags-Spazierfahrt anscheinend und Probefahrt mit dem Big Block Coupé Civic Dingens Moments, wo wir gerade eine Besichtigung hatten. Und da muss ich zugeben, haben wir so ein bisschen, das hat nicht so richtig toll funktioniert. Ich bin auch eigentlich, also ich lag die letzten zwei Tage flach, von daher habe ich auch hier noch meine Wintermütze auf und bin auch eigentlich gar nicht so richtig darauf vorbereitet gewesen, heute Videos zu machen. Aber da bei der Probefahrt, die Jonas eben gemacht hat, festgestellt wurde, dass irgendwie bei unserem schönen Coupé hier ab und zu mal einfach der Tacho nicht funktioniert, beziehungsweise im Moment leider primär der Tacho nicht funktioniert, und das Auto aber mitdenkt und sagt, pass auf, du weißt nicht, wie schnell du bist, ich mach mal lieber bei 4.500 den Begrenzer rein, wollten wir jetzt mal so eine kleine Probefahrt machen, um mal rauszufinden, was hier das Problem ist. Ich kann euch das mal einmal kurz demonstrieren. Wir haben das hier mal so ein bisschen versuchsfreundlich aufgebaut, und wenn ich jetzt beschleunige, Tobi. Ja, ist ja bei 4.500 Umdrehungen Schluss. Wir haben auch schon rausgefunden, woran das liegt, weil wir haben hier ein P30 Steuergerät drin, wo irgendjemand wohl mal irgendwann irgendwie die H22 Software drauf gemacht hat. Und natürlich, wie es sich für einen richtigen Ricer Honda gehört, natürlich auch so einen kleinen Peng Launch Control Rev Limiter, wie auch immer, eingebastelt hat. Ist an sich nichts Schlimmes, war nur bei der Probefahrt ein bisschen doof, weil kein Mensch wusste, warum das Auto nicht über 4.500 dreht. Naja, das haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal rausgefunden. Ich bin eben schon mal ein kleines Stück gefahren, da schon die Situation, dass das Tacho funktioniert hat, und siehe da, auf einmal konnten wir auch wieder ein VTEC drehen. So, unser Plan ist jetzt, da die Tachos, also im Prinzip ist es so bei den Civics, wahrscheinlich letztendlich auch bei jedem anderen Auto oder bei vielen anderen Autos auch, ihr habt ein Signal, was vom Getriebe kommt, das geht ins Tacho, sagt dem Tacho, hier, hallo, wir fahren jetzt so und so schnell. Und vom Tacho geht dann das Signal weiter ins Steuergerät. Das Steuergerät, wofür braucht das Steuergerät das? Jetzt in diesem Fall bei der Karre hier, die noch nichts hat an Zusatzausstattung, eigentlich gar nicht. Keine Ahnung. Naja, bei den ganzen neueren Autos braucht es das für allen möglichen Kram. Bei den alten Autos braucht es eigentlich nicht, wenn man ganz ehrlich ist. Naja. Ja, weiß ich nicht. Also entweder ist es das Tacho. Keiner, also ja. Klassische Probleme wären einmal der Drehzahlsensor am Getriebe selber. Das Tacho, was wohl bei den Civics ein relativ bekanntes Problem ist, dass die mal aussteigen. Da wir ja in Halle 2 noch so ein Ding stehen haben, beziehungsweise noch zwei, fahren wir da jetzt mal rüber und leihen uns da mal ein Tacho aus, stopfen den mal hier rein und gucken, was es dann ist. Dazu haben wir hier auch noch eine ziemlich abenteuerliche Verkabelung. Haben Sie das? Ich habe hier ein Steuergerät im Fußraum liegen. Fallbeispiel A. Fallbeispiel A, ja. Was wir uns definitiv auch nochmal angucken müssen, also zumindest so ein bisschen Lötzinn und ein paar Schrumpfschläuche werden da wohl nochmal hin müssen. Aber soll jetzt nicht Thema sein. Wir gucken jetzt erstmal, dass wir einen anderen Tacho bekommen und schauen mal, ob das dann funktioniert. Ansonsten, da wir auch, das ja auch quasi ein Samstagsvideo ist, kann ich euch von dieser Woche nicht so richtig viel berichten, weil alles, was passiert ist, habt ihr in mein Honda Track Auto Time Attack Video Dingensbummens gesehen. Und da wir ja noch zu hatten diese Woche und ich, wie gesagt, noch nicht so ganz wieder fit bin, auch ein bisschen kränklich war, gibt es halt sonst auch nicht so richtig viel zu berichten. Ich glaube, wir haben jetzt alle mitgekriegt, dass kein Block verunglückt ist, und das findet, glaube ich, keiner so richtig geil. Das Jahr fängt einfach bisher nicht so richtig gut an. Ja, wollen wir hoffen, dass wir zumindest hier unsere kleinen trivialen Probleme jetzt gleich im Griff bekommen, und wir sind jetzt gleich in Halle 2 und da bauen wir dann um. Bis gleich. Ein wenig Halle 2 Dinge. Jonas hat gerade festgestellt, dass, ja, ich nenne es mal unser Bus, also eigentlich sein Bus, der aber seit irgendwie, wie lange steht der jetzt hier? Länger. Keine Ahnung, anderthalb Jahren oder so, in meiner Halle rumsteht, offensichtlich ein kleines Inkontinenzproblem hat. Klein? Gebe ich dir jetzt 50 Euro für Export. Oh nein. Oh, ich weiß, welche Leitung das ist. Die habe ich schon mal getauscht. Ja, das ist ja toll. Das war schon mal nicht so richtig geil.
Ja, ein bisschen was ist ja noch drin. Ich glaube, das hängt da einfach nur was. Ja, ansonsten Halle 2 Dinge. Baustelle 1, Baustelle 2, Baustelle 3 und noch ganz viel anderen Kram. So, aber wir sind ja wegen ihm hier, weil hier ist, glaube ich, so ein komisches Tacho drin. Ja, nee, das wollen wir da nicht einbauen. Das sieht hier ganz gruselig aus. Und hier müsste in der Theorie das gleiche Tacho drin sein. Ja, das sieht zumindest sehr ähnlich aus. Dann bauen wir das erstmal schnell aus, bauen das da drüben ein. Ja, und hoffen, dass sich dadurch irgendwas ändert. Bitte was? Dann sind wir fertig und dann ist Feierabend. Ja, so ungefähr, ja. Feierabend. So, neues Tacho drin. Altes Tacho auf rechtes Bein. Ja, also. Jetzt Live-Test. Drehzahlmesser geht. Tanknadel hat sich auch ganz leicht bewegt. Wir haben sie jetzt auch eine Monokontrollleuchte. Wahrscheinlich haben die beim anderen einfach die Glühlampe ausgebaut. Da gehe ich ganz stark von aus. Was mich auch nicht wundert, weil bei diesem Kabelbaumgefrickel hier in diesem Auto, ja, naja, das gehört, glaube ich, zu diesem Lifestyle hier dazu. So, der große Test. Tja. Erniedrigend. Ja. Vielleicht sollten wir mal gucken, was der Drehzahlmesser macht. Also der Drehzahlsensor am Getriebe. Wie meinst du, was der macht? Ja, ob der was macht. Nicht, dass der Stecker ab ist oder so. Nee, den Stecker habe ich ja schon geprieft. Den habe ich auch schon mit Kontaktspray eingesprüht. Kommt man an den Sensor ran? Geht so. Aber gucken können wir trotzdem noch. Top. Hast du dir eine Lampe mit? Ja, mindestens eine. Welcher ist das denn? Der hier? Nee. Oh. Alu-Kühler werden heiß. Ja. Hier hinten ist er. Man sieht nicht richtig viel. Okay. Und mit was ist denn der fest? Können wir den aus dem H22 Krams oder kann man da einbauen? Oh, Motor ist auch warm. Hallo Instagram. Ach nee. Ja, von mir aus auch hallo Instagram. Du bist absolut dunkel, weil da kommt Sonne und. Ja, dann musst du deinen hässlichen Morse mal aufmachen. Ja, ich war doch noch im Auto. Ja. Wem ist jetzt eigentlich diese geile Idee zu verdanken? So eine Mischung aus uns beiden wieder, ne? Ja, das war schon wieder doof. Ja. Eigentlich war es deine Idee mit dem Sensor. Ich steche dich gleich ab, geh jetzt da rum. Folgendes, wir haben ja durch unseren Tachotausch leider keinen Erfolg gehabt. Dann kamen wir aber auf die Idee, uns nochmal den Geschwindigkeitssensor, VSS, Vehicle Speed Sensor, so heißt das Ding, anzugucken. Und komischerweise liegen hier ein paar Getriebe drin rum in der Bude. Wir haben viel mehr Getriebe als Autos. Ja, das ist wirklich so. Und auf dem einen steckte auch noch so ein komisches Furunkel namens Sensor drin. So ein komischer Sensor drin. Und den haben wir dann einfach mal spontan jetzt hier an die Verkabelung angeschlossen, angetüdelt. Und einen kleinen Prüfstand aufgebaut. Ja, genau. Und unser Sensorprüfstand, bestehend aus meinem unheimlich flinken kleinen Schraubendreher hier und naja, meiner Hand. So, warte. Hat dann Folgendes ergeben. Mir geht Richtung Auto. So, fahr mal vorwärts. Also bis 20 km/h schaffst du. Ja. Fakt, warum ich so eine glückliche Ehefrau habe. Aber das ist ein anderes Thema. Wie auch immer. Ja. Ich würde sagen, Problem ist. Wir bauen den ein. Oder? Du baust den ein. Ich baue das andere Tacho wieder ein, das alte. Aber wieso? Wollen wir nicht passende Kilometerstände?
Weil das ist ein kmh-Tacho. Ich baue das Tacho wieder ein, das ist ein bisschen eleganter. Nö, Kilometerstände. Aber jetzt mal im Ernst. Wen interessieren hier die Kilometerstände? Von so einer offiziellen. Wir machen daraus gleich noch eine offizielle Shitbox. Wir machen sowieso gleich noch ein kleines. Machen wir jetzt gleich noch so ein kleines. Wir fahren ein bisschen durch die Gegend-Video in der Hoffnung, dass wir gleich wiederkamen. Und dann möchte ich dieses Video auch so ein bisschen dazu nutzen, um jeden, weil ich habe so viele Anfragen gekriegt die letzten ein, zwei Tage zu dem Auto, dass jeder, der wegen diesem Auto anfragt, erst dieses Video sehen muss. Wir schicken das erstmal kommentarlos und, dann einfach als Antwort und, auf jede und, Anfrage. Und wenn ihr dann mit allem cool seid, was ihr da seht, dann dürft ihr mich nochmal anrufen. So, wir bauen das jetzt zusammen, dann geht's weiter. Wir sind übrigens zurück auf der Straße. Und wir haben ein Geschwindigkeitssignal. Ja. Eieiei, unglaublich. Also ich würde sagen, unser Ausflug, unsere kurze Probefahrt, Halle 2 Fahrt, wie auch immer, war erfolgreich, oder was? Ja. So, und jetzt können wir euch auch den vollen Spaßfaktor dieses Autos präsentieren, weil... Den wahren Charakter. Ja, weil, du hast eben schon zu Jonas gesagt, so ein... Ich hatte ja kurz VTEC. Ja, so ein leichtes Coupé mit einem 2,2 Liter VTEC ist schon witzig, weil... so eine komische Launch-Control hier eingebaut haben, könnt ihr so machen. Kann ja nichts machen, ne? Bin ich gleich wieder 18. Ja. Da musst du nicht mal einen soliden Vorwärts-Rückwärts machen, um Burnout zu machen. Nö, das geht auch so. Das geht akkurat, dank, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel Drehmoment so ein Ding hat, aber es ist mehr als die üblichen 55, die so ein Honda sonst hat. Riecht auch gut, ne? Ja. Ich würde sagen, 2004er Jahrgang. Die Reifen sind sogar neu-alt. Nee, ach, alt, ja. Neu. Ja, also, stimmt. Also sie sind quasi neu und umgefahren, lagen aber jetzt auch schon irgendwie 3-4 Jahre. Naja, wie auch immer. Kommen wir zu den... Wir machen jetzt so eine Pro- und Kontra-Liste zu diesem Auto. Ja. Und wir fangen mit zwei Pros an. Nochmal, jeder, der darüber nachdenkt, sich dieses Auto zu kaufen, ihr kauft als erstes, und das schreibe ich ganz klar auf die Pro-Seite, ihr kauft eine Shitbox. Es ist, dieses Ding ist Honda Shitbox, so wie sie sein muss. Es rödet alles, ja, es rödet alles ein bisschen, es klappert alles ein bisschen. Ihr habt da dieses Auto auch einfach nicht, oder dieses Chassis, erstmal grundsätzlich nicht für H22 gebaut ist und hier irgendwie reingequetscht wurde mit irgendwelchen PU-Motorlagern. Ihr habt alle Geräusche, die so ein Antriebsstrang machen kann. Ihr habt Vibration. Wie gesagt, es klappert alles, es ist alles nicht so richtig. Hier ist, das müssen wir uns auch nochmal angucken, das ist auch so ein bisschen. Ja, und nicht also, so geil. Wer der heute da war, fragt, ob sowas denn hier Stand der Serie ist. Das sind natürlich alles Sachen, die man in den Griff bekommt. Aber, bin ich ganz ehrlich, haben wir keine Lust, keine Zeit und so weiter. Und das ist auch alles irgendwo im Preis berücksichtigt. Du brauchst mir die Kamera nicht direkt ins Gesicht halten. Das war nicht direkt. So. Okay. Hier gibt es auch in der Elektrik einiges, was man noch machen muss. Wir machen jetzt so die Sachen, die zwingend notwendig sind, damit wir vernünftig damit fahren können. Wir machen das Steuergerät da unten, diesen Jumper-Harness. Dann machen wir noch mal so ein paar Lötstellen. Ein bisschen ordentlich. Und so. Aber... Es bleibt halt einfach eine Shitbox. Das solltet ihr auf jeden Fall wissen. Der Innenraum gehört auch mal einmal ordentlich auf links gedreht, beziehungsweise vielleicht besorgt man sich einfach mal eine etwas schönere Ausstattung oder irgendwie ein paar schönere Sitze und so. Das ist halt alles einfach ein bisschen alt und ein bisschen verlebt. Ich weiß nicht, auf dem alten Tacho standen 160, glaube ich, das sind dann Meilen, also irgendwie 250.000 Kilometer oder so. Das sieht man dem Auto auch an. Machen wir uns nichts vor. Und ich muss sagen, wenn man jetzt dieses ganze Geklapper und Geröhnen und so weiter und das Nichtvorhandensein eines Radios und eventuell auch das, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das, keine Ahnung,
du beim Civic? Ja, voll. Also Kaufargument Nummer 1 hat der Civic Schiebedach. Die elektrischen Fenster hier bei links und rechts funktionieren mittlerweile auch wieder. Und alles, was ihr zum Fahren braucht, funktioniert auch. Heizung funktioniert. Gebläse funktioniert. Also, ja, so eine Klimaanlage gibt es nicht mehr. Also von daher, das funktioniert alles. Das ist aber auch alles. Also, ne? Es ist halt einfach eine 23 Jahre alte Shitbox. Contra gibt es eigentlich außerdem halt nichts. Es ist halt wie es ist. Nehmt es so hin oder es ist nicht das richtige Auto für euch. Pro, aber in jedem Fall, abgesehen davon, dass ich persönlich die Optik ziemlich cool finde, das Fahrgefühl ist einfach so, wie ein Civic sein muss. Es ist so ein bisschen, ne? Bisschen rau. Es ist ein bisschen rau, es ist ein bisschen klapperig, aber es macht einfach unheimlich viel Spaß. Und mit dem Motor hier drin, muss man sagen, macht das einfach. Zurück und Jonas möchte euch erstmal kurz erklären, was das Problem war. Ich war das Problem. Warum warst du das Problem, Jonas? Jonas hat wohl den Stecker nicht richtig raufgemacht. Vielleicht war das auch schon beim ersten Mal das Problem. Nee, das glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Da hatten wir zwischen ein paar Mal ab. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall haben wir gerade durch einen schönen Vor-Zurück-Test auf unserem Hof festgestellt, dass wir jetzt wieder ein Tachosignal haben. Also war es nur der Stecker und nicht der Sensor. Vielleicht war es auch einmal der Sensor und nicht, also beim zweiten Mal. Keine Ahnung, auf jeden Fall funktioniert es jetzt. Und wir haben so ein Ding mal auseinandergebaut und wissen jetzt, wie das da drin aufgebaut ist. Ist nicht so spannend, wie man denken könnte. Möchtest du noch irgendwas sagen? Das frage ich Stifti sonst immer im Samstagsvideo. Also, nö, eigentlich nicht. Ich auch nicht. Ich fühle mich der Anklage geschuldigt. Ja gut, dann haben wir das ja geklärt. Aber ich habe ja auch für die erste Reparatur gesorgt. Insofern ja, hat sich das auch wieder ausgeglichen. Ja, die nächsten 6 Monate gibt es wieder kein Gehalt und dann ist das wieder in Ordnung. Ja, ich kriege Gehalt? Ja, ab und zu. Also Aufwandsentschädigung. Die Boncher, die du dir vorne vom Tresen nehmen darst. Guck mal, das ist halt gleich wieder Gehalt diesen Monat.
Mehr gibt's aber auch nicht. Ja, ist okay. So, gut, dann soll es das auch gewesen sein. Ich glaube, ich mache hier heute auch nicht alt. Den R32 hat Jonas noch fertig gemacht, den wir da noch von Matschi haben. Also ist doch was passiert diese Woche, und zwar R32. Weil der ist gleich nochmal hingehen, weil irgendwie sind da noch so ein, zwei Sachen, die ein bisschen komisch aussehen. Vielleicht gucken wir gleich nochmal, ob wir den gestartet kriegen. Ja, das machen wir gleich noch. Und ja, ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.